Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Kingslay's Adventure. Wir haben es im letzten Part auch nach Battlearmstadt geschafft. Hier lebt also offensichtlich die Oberschicht. Und haben diesen netten Kerl getroffen, der eigentlich hier zurück in seine Heimat wollte. Aber hier ist alles kaputt und kacke. Deswegen geht er jetzt erstmal wieder zurück nach Seetagenstadt. Das kann ich ihm jetzt nicht verübeln. Mal sehen, ob er noch was erzählt. Grinst auf jeden Fall ziemlich glücklich. Nein, er erzählt nichts mehr. Ja, dann gucken wir uns doch erstmal in dieser wunderschönen, wirklich wunderschönen Ort um. Guck mal, was hier so los ist. Wir sollen irgendwelchen Drachenfußspuren folgen. Ah, hier wird geschmiedet ohne Amboss, ne? Weißt du, Loser brauchen einen Amboss. Richtig krasse Bengel halten das Schwert einfach selber in der Hand mit so viel Kraft, dass man nebenbei draufhauen kann. Gar kein Problem. Schmied, tut mir leid, aber ich bin viel zu hungrig, um gleichzeitig Waffen zu schmieden und zu sprechen. Na gut, bis dann. Okay, der hat erstmal ein bisschen Hunger. Kann ich ihm nicht verübeln? Hätte ich auch hier so, wenn ich sehe, wie es draußen aussieht, du, da kriegst du auch Appetit. Ne, eigentlich nicht, ne. So, nochmal gucken. Oh, ich sehe einen Hund. Ist der nett? Ist der böse? Er scheint nett zu sein. Oh, ich kann ihn streicheln. Pet the dog. Vielleicht auch nicht. Ich dachte, ich könnte ihn streicheln, aber ne, kann ich nicht. Du. Ich finde schön, wie sich der Fuchsbau immer in die Welt einfügt. Ne? Hier ist ein Brunnen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, also unser silberner Schlüssel, den wir haben, der reicht hierfür offensichtlich nicht. Egal. Na, komm her. Dann gehen wir mal hier rein. Hier sieht das doch aus, als könnte man hier was essen. Guten Tag. Was habt ihr denn heute zum Angebot? Frage für einen Freund. Kingslay. Hallo, wie läuft das Geschäft? Schrecklich. Es gibt nirgends Essen und zu kaufen und schuld ist nur der gierige Drache. Ich bin Kingslay, der Ritterlehrling und ich werde den Drachen erledigen. Oh, na dann viel Glück. Ich habe gehört, er wohnt in einer Höhle. Ja, wo sollen Drachen sonst wohnen? Ne? In der Höhle auf irgendeinem riesigen Schatzberg. Da müssen die klischeemäßig ja eigentlich hausen. So, dann mal eben hier die Kiste geöffnet. Jawoll, ein bisschen Kohle geht wieder rein. So. Alles klar. So, also Essen ist nicht. Es regnet plötzlich. Hat es gerade eben auch schon geregnet, oder? Oh, hier, ich und die Orientierung, ne? So. Da kamen wir her. Da ist verschlossen. Da waren wir drinne. Da waren wir noch nicht drinne. Dann gehen wir mal da rein. Erinnert stark an das Haus des Schmieds oder Schmitz, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte. Hallo, ist ein alter Hund. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ich möchte gerne mit Ihnen reden. Guten Tag, mein Herr. Ich bin Kingslay, der wahre Ritterlehrling. Sie sehen nicht gut aus, stimmt etwas nicht? Nichts stimmt. Seit dieser lästige Drache sich hier herumtreibt, gibt es nur noch Spinat zu essen. Das ist das Einzige, das der Feuerschlucker Fettsack nicht mitnimmt. Du müsstest wieder nicht hier so wie Popeye fette Arme kriegen? Keine Angst, mein Herr. Ich werde den Drachen zur Rechenschaft bitten. Bitten? Na, ob das funktionieren wird? Lieber Drache, bitte höre auf, die Dorfbewohner zu terrorisieren und all ihr Essen zu klauen. Das wäre sehr nett. Kingslay. Wahrer Ritter. Das ist ein Rhythmus, bei dem man mit muss. Jo, dann gehen wir mal hier wieder runter. Gut, dann können wir hier auch raus. Da waren wir drin. Jetzt müssen wir hier noch rein. Das fehlt, glaube ich, noch. Und danach machen wir uns mal auf den Weg und suchen mal nach... Ui, Jemine, guten Tag. Hallo, gute Frau. Ich bin Kingslay, der Ritterlehrling. Wie geht es Ihnen? Sehr schlecht. Aber wenn du 2 Wochen von Spinat und altem Brot gelebt hättest, ging es dir nicht anders. Keine Angst. Sie müssen nicht mehr lange Spinat essen. Ich werde den bösen Drachen besiegen. Bist du nicht etwas klein, um dich mit Drachen anzulegen? Die Jutta. Jutta, mach dir mal keinen Kopf, du. Das wird schon klappen. So, ja gut, dann damit los. Gehen wir mal einen Drachen verkloppen, wa? Erstmal müssen wir seinen Bau finden. Dafür folgen wir Drachenspuren, die sich irgendwo hier auf dem Boden
herumtreiben. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder die Gegend erkunden. Das ist immer sehr hilfreich. Oh, hier ist grünes, gubbeliges Wasser. Da sollte man nicht lang gehen. Ich finde es cool, dass jedes Gebiet so quasi so eine kleine Mini-Open-World hat, wenn wir es mal Open-World nennen, also ein Mini-Gebiet. Und von da aus wir dann quasi in den Dungeon vordringen. Hallo, waren wir hier schon drinne? Das kommt mir doch unvertraut vor. Lass uns da mal eben reingehen. Ne, hier waren wir auch noch nicht. Guten Tag. Die Kneipe, ich wollte sagen. Fabian, einen guten Tag, Fuchsrüde. Ich habe heute leider nur unseren tollen Spinatsaft anzubieten. Spinatsaft, habt ihr nichts Leckereres? Ich fürchte, nein. Schnuff der Drache ist daran schuld. Er hat alles Essen außer dem Spinat gestohlen. Drache? Drachen sind die Erbfeinde der wahren Ritter. Weißt du, wo er wohnt? Der Drache lebt in einer Höhle. Wenn du seinen Fußspuren folgst, wirst du ihn finden. Aber niemand ist jemals von dort zurückgekehrt. Ich bringe diesen Drachen zur Strecke. Ich misch mich nur ungern ein, ne? Ich heiße Dr. Kran. Kein Problem, Dr. Kran. Was geht ab? Alter, das ist so Jungsprech von vor 20 Jahren, weißt du? Ein Freund von mir, ein orangene Maus, ist vor langer Zeit in Schnuffs Höhle geschlichen und nie mehr gesehen worden. Vielleicht ist er noch drin. Danke, Doc. Ja, ich guck mal, ob ich ihn finden kann, ne? Oh, lecker Spinatsaft wird hier getrunken. Gönnt euch, Leute. So, jemand aufmachen hier. Na los, mach auf die Kiste. Dann gehen wir mal Drachenspuren suchen. Ach, dieser kleine Hund, du bist ja niedlich, du. Du bist ein niedlicher, bist du. Wo geht das hier lang? So weit kann ich im Leben nicht springen. Noch nicht, wir werden irgendwann einen Autowagen haben, mit dem das geht. Ein Fuchsmotorrad oder sowas. Hier sollten wir auch nicht hingehen. Das sieht ungesund aus. Das ist wahrscheinlich Spinat, der Spinatfluss oder so. Okay, hat schon eben auch hier. Ich sehe Drachenspuren. Ja, das sieht doch mal eindeutig nach so einer Drachenhöhle aus, würde ich sagen. Er hat es sich aber hübsch gemacht, ne? Ich weiß zwar nicht, wie er da in das kleine Loch reinpasst, aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein, ne? So, bevor wir da reingehen, gucken wir uns aber erstmal mal wieder um. Mal wieder nichts verpassen. Hier sind ja meistens dann doch noch irgendwelche Secrets oder Kisten oder irgendwas. Wenigstens mal kurz gucken. Ich komme gleich wieder, Drache, ne? Lauf mal nicht weg, aber ich glaube, das tust du auch nicht. Wenn, wird der wahrscheinlich eh fliegen. Da waren wir glaube ich auch noch nicht drin hier hinten. Lass mal eben hier noch reingucken. Klingt, als würde einer rübsen, ne? Ist schon ein bisschen abartig. Aber die haben alle das gleiche Bett, ne? Also, okay. Und Spinatsaft. Sehr viel Spinatsaft wird hier aktuell konsumiert. Keine Kiste. Nope. Können wir so erstmal wieder raus? Da wohnt bestimmt die orangene Maus drin. So, dann erstmal noch hier lang. Hier weiter gucken. Was hier noch so ist. Ein paar vergammelte Bäume. Hier waren wir ja schon. Ne, okay, alles klar. Wir haben alles gesehen. Fürs Erste. Dann geht's jetzt mal zum Drachen. Lasst uns einen Drachen erlegen. Folgen wir den Spuren. Ja, dann sieht doch einladend aus, würde ich sagen. Einfach mal, oh, es klappt sich auch zu. Sein, er hat auch so ein Messer und eine Gabel in der Hand. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Oh, wie nett. Ja, dann mal ran, würde ich sagen.
Erstmal Kiste öffnen. Oh. In der Kiste zwei Spinnen versteckt. Hätte man für den Drachen sich auch irgendwie denken können, dass der uns verarscht. Ja, dann gehen wir mal hier erstmal. Oh. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Okay, so weit ist so gut. Schalter Nummer 1 aktiviert, somit den ersten Schlangenkopf deaktiviert. Immerhin läuft es nicht auf Zeit, ne? Hier gibt es so Fledermäuse. Ich greife die erstmal noch nicht an. In der Hoffnung, dass die uns vielleicht auch nichts tun, ne? Solange die uns nicht wehtun, müssen wir denen ja nicht wehtun. Du. Oh, das war knapp. Und den zweiten Schalter aktiviert. So, damit sind die Schlangenmäuler erstmal aus und wir können da hindurch. Oh, schön wie auch so. Das war bestimmt die Maus. Bestimmt versucht hier durchzukommen und hat es nicht geschafft. Okay. Wenn sich so eine Tür zufährt, ne, und du nicht wieder zurück kannst, dann weißt du schon, wird kacke. Erstmal ein bisschen umsehen. Also da ist irgendwie ein Schlüssel, den wir wohl brauchen. Ja, den Schlüssel brauchen wir. Da müssen wir ein bisschen springen. Okay, verstehe ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum da dieses Symbol aufgepiert ist, aber das wird schon irgendwie einen Grund haben. Öffnen wir die Tür. Wir haben immer noch diesen silbernen Schlüssel. Den werden wir wahrscheinlich fürs ganze Let's Play wird er uns begleiten. Weil ich nicht weiß, wofür der ist. Erstmal ein bisschen die Schätze hier einsammeln. Jawohl. Gut, ich wusste nicht, dass wir das tun müssen. Ich habe es einfach mal angenommen. Klappte gut. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum jetzt immer noch diese Zeituhr am Tickern ist. Weil wir haben es doch schon gemacht. Eigentlich ist das doch schon abgeschlossen. Warum kommt immer noch das Zeittickgeräusch, obwohl ja hier schon alles erledigt ist? Muss man das verstehen? Kleine fiese Spinnen wegtreten. Könnte ich auch in Real sein, ne? Wobei ich versuche sie meistens nicht zu töten. Okay, man hat nicht endlos Zeit. Wir müssen die zwei Zeitdinger anklickern und uns dann beeilen. Okay, let's go. Ah, alles klar. Deswegen kommt die Zeitmugge. Ich verstehe. Du. Bist du ein Gegner? Noch nicht, aber er wird bestimmt noch einer. Der hat nicht umsonst so eine dicke Keule, ich sag euch das. Der ist ja nicht umsonst da, der Typ. Okay. Vielleicht die beiden Schalter aktivieren und dann können wir durch die Tür durch. Ja, probieren wir mal unser Glück, ne? Let's go. Los, Kingsley, schnell laufen! Ja, lief doch, würde ich sagen. Ist die Frage, bleibt es auch zu? Auf? Zu. Okay, wir sind drin, das ist erstmal gut. Wir haben irgendwie den Schlüssel gar nicht gebraucht. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Komm ich da hoch? Ja. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Das ist ja gemein. Komme ich denn da hoch? Ich will da hoch! Hmm.
Da kommen wir nicht hoch. Nicht mehr so hochgeklippt irgendwie. No chance. Das ist hier der Teasing-Raum. Da müssen wir wohl nochmal wieder herkommen. Ah, hier. Irgendwann fahren sich da Dinge runter, aber wo? Ich verstehe. Bin hier irgendwo durch so ein Ding durchgelaufen und dann fuhr was runter. Aber wo? Nur mal gucken. Wir laufen. Ich würde sagen, wir laufen einfach nochmal wieder. Da. Geil. Los, schnell. Okay. Fährt das auch wieder hoch? Vielleicht könnte ich von hier aus nämlich dann auf die anderen Dinger springen. Nö, offensichtlich nicht. Alles klar. Wir müssen also verschiedene Patterns durchgehen, bis wir alles haben. Warum auch immer das jetzt plötzlich so einfach geht. Gerade eben ging das nicht so einfach. Hauptsache lübt jetzt, ne? Ich will das gar nicht hinterfragen. Ich bin ja froh, dass es geht. Ja. Nee, jetzt hat es nicht mehr geklappt. Aber das scheint schon doch irgendwie noch einen Sinn dahinter gesteckt zu haben. Jetzt leuchtet das grün. Ah, okay. Grün. Grün. Ich verstehe. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass sich die Farbe hier abändert. Grün. Nee, hat nicht geklappt. Okay. Fast richtig. Jetzt, wir müssen hier also quasi abbiegen am Ende. Grün. 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 Wir müssen jetzt hier rein. Und dann dahin. Ja, siehste. Muss man Leben einsammeln, so ist fein. Und jetzt die Frage. Jetzt müssen wir von hier aus bestimmt dahin. Und dann dahin. Ja, also, wir haben das Rätsel gelöst. Das Rätsel wurde gelöst. Dann können wir hier schon mal wieder raus. Alter, das war ein bisschen verwirrend, du. So ein Drache denkt sich hier richtig kaputte Sachen aus. Okay, hier können wir jetzt raus. Anderen Exit gibt's nicht. Nee, wir müssen hier durch. Das sah sehr angenehm aus. Ich will nicht wissen, wie sich das anfühlen muss für den armen kleinen Fuchs, wenn er auf diese Art und Weise durch die Gegend teleportiert wird. So, war hier nicht irgendwo auch eine Tür? Mir wäre so, weil wir haben doch vorhin schon das Schlüsselloch gesehen. Genau, hier ging es dann hier durch. Das hatten wir. Oha, du, ich bin noch nicht so weit. Ist ja gut.
Okay, ihr Lieben, du, ihr habt den Horn kriegen gehört, du, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.